Sind wir live? Live, live, Fragezeichen, Fragezeichen, live, live, live. Schön. Herzlich willkommen, unwürdiger. So, ja, live. Schön ohne Facecam, weil, also gerade zumindest, weil es gerade ziemlich dunkel ist und das würde kacke aussehen, ich habe keinen Bock, Licht anzumachen. So würde das dann aussehen. Ja. Spiel startet. Ich bin gestern, als der Stream off war, noch später irgendwann nach Hause gerannt, damit ich speichern konnte. Sonst ist nicht viel passiert. Und ich habe meine Rüstung im Kampf gegen den Ureinwohner verloren, wieder. Auf dem Weg nach Hause. Sonst ist nichts passiert. Okay, wir haben wie immer den Lag am Start. Perfekt. Den hole ich mir. Perfekt. Habe ich noch Platz im Inventar für das Fleisch? Tatsächlich ja. Ich kann Fleisch mitnehmen. Ich kann eigentlich mal ein paar Stöcker wegbringen. Das vergesse ich. Habe ich gestern ja schon nicht vergessen. Deswegen. Ja. So, und weil es einfach nicht regnen will, habe ich auch kein sauberes Wasser mehr. Deswegen muss ich Brachwasser trinken. Oder gleich ein bisschen anderes Zeug. Hier Soda. Erstmal tut's Brachwasser. Haben wir wieder keinen Platz dafür. Der soll. Ist der dumm? Der soll das trockene Fleisch mitnehmen. Das Rohr aufhängen. Nämlich verarschen. Okay, also versuchen wir es mal so, indem wir das getrocknete. Rüste ich aus. Nein. Warte, das. Das rüste ich aus. Ja. Nein. Das Ausrüsten. Das Nehmen. Das Ausrüsten. Und das Hinhängen. Gut. Geht doch. Meine Güte. War das ein Krampf? Tja, können wir direkt mal was reinziehen. Und auch direkt. Oh, sieht schon gut aus. Die Hälfte haben wir. Wie gesagt. Oh, Scheiße. Puh, kein Schaden bekommen. Ich hatte mega Schiss. Wird schon wieder dunkel? Hoffentlich nicht. Ich hatte doch gepinnt letztes Mal, oder? Wäre es jetzt echt blöd. Dann wird es einfach langsam mal Zeit, mir hier unten auch ein Lager aufzubauen. Sieht tatsächlich aus, als ob es gerade dunkel wird. Fällen wir mal Bäume.
Gut, machen wir uns hier auch eben ein Nachtlager hin. Machen wir mal hier. Nee, was denn jetzt schon wieder für ein Vieh? Ich hab doch eindeutig was gehört. Aber ich sehe mal wieder nichts. Wo liegen die Baumstämme? Die sollten eigentlich nur rumliegen. Stein, 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 Baumstamm, perfekt. Machen wir ein schnelles Nachtlager. Dauert noch, aber können wir speichern. Ich habe gerade was gehört, da speichern besser. Deswegen soll es nicht gerade hier sein. Ich warte erst lieber, bis es Tag wird, bevor ich weiterarbeite. Da unten wieder ein Baumstein, kann ich noch eben hinbringen. Bin unsichtbar. Okay, da unten sind gerade Hasen gerannt, ich dachte schon. Okay. Ich bin immer noch unsichtbar, obwohl ich hier rumhacken bin wie so ein Geisteskranker. Vielleicht sollte ich auch noch ein bisschen was essen. Einfach allein für die Heilung. Und, oh, ich habe gar nicht mehr so viele Sodas. Muss ich auch mal drauf achten. Hallo? Wieso habe ich ein Fleisch in der Hand? Können das theoretisch das Teil auch von oben fertig bauen? Also nehme ich da oben Bäume abschlag und hier runterbringen. Also nicht da runterbringen, sondern da oben dran halte. Neues Tier entdeckt. Ach ja. Was auch immer hier ist, es klingt sehr nah. Deswegen mache ich mir Gedanken. Habe ich noch? Nein, ich habe nur Rehhäute. Oh, ein frisches Bein. Das muss ich aufhängen, ich dachte, das wäre getrocknet. Nee, das kann gelb bleiben. Das ist in der Nähe von der Heimatbase. Alles in der Heimatbase an Hütten ist gelb. Alter, wie schnell sich der Mond bewegt. Als ob ich diesen nicht getroffen habe, das war ein perfekter Treffer. Jetzt mal ganz ehrlich.
eben noch die Eidechse holen. Ich habe nicht mehr so viel Rüstung, da lohnt sich das. Echse. So, hier ein bisschen Rüstung holen. Und pennen. Ah. So, wenn ich auch was sehe, fühle ich mich gleich viel wohler. Ich brauche Trinken, ich brauche Essen. Essen habe ich. Essen habe ich, Trinken habe ich. Nur das hier noch. Naja. Was soll's, kann man nichts machen. Hey Medi, wie immer geht nicht viel bei mir, ein bisschen zocken, dies, das und bei dir. Was geht bei dir so? Ja, und ich baue diese scheiß Treppe heute hoffentlich endlich fertig. War ich ja gestern nicht mehr zu gekommen. Hauen wir hier ein paar Bäume um. Das kann auch nicht schaden. Die wachsen hier aber ziemlich schneller, habe ich das Gefühl. Auch nicht viel. Na dann. Heute was Besonderes gemacht am Sonntag. Ist doch Sonntag, oder? Ja. Heute was Besonderes gemacht am Sonntag. Ich nicht wirklich. Weil ich den halben Tag gepennt tatsächlich. Ich war halt ziemlich müde. Puh, knapp. Beim nächsten Mal soll ich besser aufpassen, wo ich hinlaufe. Das kann ich jetzt Shimon nennen, den Suizidversuch in the Forest. Wäre ja auch ein cooler Titel. Nur noch 39 Bäumchen. Dann haben wir den Teil fertig. Dann müssen wir das Floß bauen. Wo ich immer noch nicht weiß, wie man das lenkt, das große Floß. Weil da ist nirgendwo ein Ruder dran, soweit ich das gesehen habe. Also, was tut man damit? Obwohl, ich brauche eigentlich kein großes, eigentlich reicht ein kleines, aber dafür habe ich kein Seil mehr, oder? Ja. Also wir gucken gleich mal, was für ein Floß ich mir mache. Wo so ein großes mit. Hier, jetzt gucken wir mal eben. Hier, Floß. So ein großes mit einer zweiten Ebene hätte schon was. Kostet mich auch nur Stöcker und Baumstämme. Also auch gar nicht mal so kostenintensiv. Da habe ich doch gerade was gehört, mal wieder. Mal wieder kein Plan, wo es herkam. Kann ich das. Ja, gut, das hier kann ich weghauen. Bäm. Ich überlege gerade, ich habe hier zwei verschiedene Chats. Einmal den im Stream Manager auf Twitch und einmal den im OBS. Ich weiß nicht, welcher besser ist. Gerade der in OBS, weil der ist ein bisschen größer, aber in den Twitch sehe ich besser. Wisst ihr, was ich meine? So habe ich mir Überblick. Jetzt mal ernsthaft, ich höre doch die ganze Zeit Menschenfresser oder Ureinwohner. Weiß auch nicht woher.
Nee, ist auch noch ein Gewitter, ernsthaft. Leute. Aber das füllt meinen Schildkrötenpanzer wieder auf. Also schlecht ist es nicht. Ein paar Baumstämme wegbringen auch. Es ist schon weg, das Kaninchen, sonst hätte ich es mir eben geholt. Aber ich habe immer noch riesige Essensvorräte, das heißt, ich brauche es eigentlich nicht, höchstens fürs Fell. Obwohl, gerade habe ich gar nicht mal so viel zu essen dabei und auch nur Frisches und nichts Getrocknetes. Wenn hier unten alles fertig ist, werde ich mir auf jeden Fall auch einen so einen Essensständer hin tun. Einfach, ja. Damit ich hier, wenn ich von der Reise zurückkomme, auch frisches Essen am Start habe. Also beziehungsweise getrocknetes Essen. Ob ich wohl ein Regal auf das Floß stellen kann. Und dann könnte ich ein bisschen mehr transportieren, das wäre auch praktisch. Gibt hier keine Möglichkeit, die wichtigen Dinge mehr zu transportieren. Klar, man kann sich hier so eine Tasche machen für die Speere, aber beispielsweise Panzer, Beine, Fleisch und so kann man ja nicht mit mehr, einfach nicht mehr mitnehmen. Das ist ja so. Okay. Wir brauchen noch 17 Stämme. Das sind, je nachdem, wie viele Baumstämme rauskommen, Pi mal Daumen 5 Baumstämme, die ich brauche. 5 Bäume, die ich fällen muss, meine ich. Nicht 5 Baumstämme, die ich brauche. Der Regen, der Regen, der Regen, der ist nass. So, ein bisschen Energie wiederherstellen auch. So. Jetzt können wir ein paar Baumstämme räumen. Komm schon. Noch, warte, das sind weniger. Doch, hier fehlen noch 15. Habe ich falsch geguckt. Liegen hier noch 13 rum? Ich glaube nicht. Ich habe gerade auch nicht mitgezählt bei den Bäumen, die ich gefällt habe, um ehrlich zu sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, das reicht nicht. Einer muss noch. Oder ich habe gerade einen übersehen.
Da lief Nexe rum, eine wandelnde Rüstung. Ich habe sie nur zu spät gesehen, weswegen ich mir ihre Rüstung nicht aneignen kann. Oh Gott, die wäre mal wieder schön. Kann ich mir direkt schön viel Rüstung snaggen. Okay, noch drei Stück. Kriege ich die hier noch raus? Hier liegen noch zwei. Nein, ich muss das hier gleich für einen Baumstamm einen Baum fällen. Dann auf geht's. Irgendwas ist da doch. Jupp, es war eine Echse, oder? So verdächtig nach Echse aus. Falscher Knopf. So. Und der letzte Baumstamm auf dieser Reise. Fangen gleich das Floß. Dann testen wir mal, wie schön man hier rüberlaufen kann. Nehmen wir direkt einen Baumstamm mit. Okay, der Start ist ein bisschen ruppig. Aber ansonsten komme ich hier flüssig drüber. Ich falle nirgendwo durch eine Lücke. Das Problem hatte ich beim letzten Mal, als ich hier was gebaut habe. Und ich komme perfekt oben an. Das gefällt mir. Ich hoffe nur, ich muss hier gleich keine Menschenfalle hinbauen, falls da Ureinwohner hoch wollen. Das ist natürlich ein bisschen belastend. Und wir können direkt das erste Mal einen Baumstamm hier reinräumen. Es hört gerade auf zu regnen. Ich kann direkt meinen Schlauch nochmal füllen. Schlauch ist voll. Und es regnet doch noch weiter. Gut gemacht. Wir haben dabei Echsen und. Oh, ich habe getrocknetes Fleisch dabei, wusste ich gar nicht. Essen. So. Einmal Echse, zweimal Echse. Du sollst das rohe Fleisch hinhängen, bist du absolut verdämmelt. Geht doch. So, habe ich hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Ah, natürlich ein Wein. Hängen wir eben sicherheitshalber einfach. Nein, das sollst du mitnehmen. Das Bein sollst du aufhängen. Das ist jetzt das Getrocknete, ne? Ja. Das ist das getrocknete Bein. Die vier Harz haben wir ohne Ende. Blätter auch. Könnten wir eine Bombe machen. Genug. Sammeln wir ein paar Stöcke hier oben mal. Hier oben ist ja eine Zeit, wo ich unten am Arbeiten war, eine Menge wieder nachgewachsen. Eigentlich alles. Eigentlich wäre es sinniger, sich jetzt erst um das Floß zu bemühen. Aber ich glaube, es wäre sogar sinniger, jetzt zu der Yacht zu laufen, weil da liegen ja Seile. Das Floß einfach da zu bauen, dann könnte ich mir auch direkt da einen kleinen Stützpunkt einrichten. Ich glaube, das mache ich gleich auch, aber erstmal speichern gleich. Solche Stöcke nehme ich aber mit, die werde ich jetzt nicht direkt verarbeiten. Die behalte ich mal. Okay, da hinten ist die Yacht. Laufen wir querfeldein? Ja, machen wir. Essen habe ich dabei, Trinken habe ich dabei, Waffen habe ich dabei. Könnte mein Speer vielleicht noch zu unserem Brandspeer machen.
Und jetzt kann ich den auch nutzen. Ich kann ihn jetzt auch einfach nutzen, ohne ihn anzuzünden. Und wenn ich ihn brauchen sollte, kann ich ihn einfach. Gute Frage, wie zündet man den nochmal an? Ich glaube, Feuerzeug und dann irgendwie. Oder ist das so ein Wurfbrandspeer? Das ist er. Gut, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm mehr, wie das funktioniert. Gut zu wissen. Weil es nur eine Stoff- und Alkoholverschwendung. Naja, egal. Speichern wir eben. Speichern. Rette das Spiel. Ding ist, in früher hatte ich immer Unmengen an Stoffvorräten, nur in diesem Spieldurchlauf irgendwie nicht. Das ist auch ein bisschen belastend. Hier mal hoch. Boah, hier wird richtig schlecht, wenn man dieses steile Ding hier hochgeht. Okay, auf zur Flagge. Ich dachte immer, es wäre richtig geradeaus, dass man gehen muss für die Yacht, aber offenbar muss man hier tatsächlich fast zur anderen Seite der Insel. Das ist echt interessant zu wissen. Hängt der Stoff? Ja. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Lager ist. Da sieht man mal wieder, wie gut ich mich in der Gegend auskenne. Immer nur bis dahin gegangen, um die Bäume zu fällen. Ist sehr nah. Okay, ich wurde von irgendwas gesehen. Das heißt, ich greife einfach den Stoff und lauf durch. Hier ist auch noch Stoff. Ey, ich renne doch. Wie kann der schneller sein als ich? Verpisst euch. Alter, wieso sind die so schnell? Ich glaube, die konnten nicht schwimmen oder so, ne? Irgendwie so war das doch. Schlagen die Luft rum. Okay, irgendwas. Was essen. Muss mich heilen. Oh, okay. Alter, die können hier schon mal doch rein. Fuck, 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 fuck. Immer schön Richtung Yacht. Das Schwimmen war vielleicht nicht der gemütliche Weg, aber es ist auf jeden Fall ein sichererer, würde ich sagen, jetzt gerade. Oh, der kommt mir zu nah. Vor allem haben die nicht Angst vor mir? Ich habe schon so viel Mensch gegessen. War das nicht irgendwie so, wenn man viel Mensch isst, dass die Angst vor einem bekommen? Komm schon. Schnell Snack ballern. Scheiße, Snack stellt keine Ausdauer wieder her. Aber ein bisschen Leben. Und dann rein hier mit. Nein, du sollst es essen. Ach du Kacke. Folgen die mich noch? Nein. Das hat mich ja jetzt sehr wie ein Held wirken lassen, diese Frequenz. Und direkt wieder das nächste Dorf. Querfeldein sind hier scheinbar einige Dörfer. Was meine Stoffknappheit nur noch so umso trauriger macht. Alkohol, alles. Schädel, Beine.
Oh, Stoff droppen die nicht viel. Ja, hier wird ein bisschen Stoff gedroppt. Gut, läuft ja richtig bei mir. Nicht. Boah, ich habe die, glaube ich, auch noch nie in so großen Rudeln gesehen wie gerade. Ernst, was ist los mit denen? Ah, ich glaube, wir sind schon nah. Ja. Hier sind wir. Puh, geht doch. So, gehen wir zur Yacht und holen uns erstmal Seile, die wir fürs Floß brauchen, und speichern da auch erstmal. Mann, das war ja gerade absolut demütigend. Seil. 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 Drei Stück. Okay, nicht schlecht. Neue Snacks auch mal wieder. Kann ich mehr Alkohol tragen? Okay. Kann ich mit leben, auch wenn es nie genug Alkohol gibt. Mache ich, glaube ich, da das Floß gleich hin. Da sind direkt Bäume in der Nähe. Da muss ich nicht mehr so weit rennen. Aber welches Floß nehmen wir denn jetzt? Ich weiß aber nicht, wie man das hier steuern soll. Können wir mal gucken. Eben googeln. The Forest, wie steuert man das große Floß? Okay. Stand jetzt nichts weiter zu, aber gut. Perfekt. Da ist. Da sind Feinde. Das große Floß braucht man überhaupt kein. Keine Baumstämme. keine Seile, meine ich. Da reichen Stöcker. Wie ist denn mit den anderen Floßen? Das Hausboot, ne? Ich brauche noch mehr Seile, als ich habe. Wo ich mir noch ein Seil machen könnte. Aber lassen wir es bei dem. Ist dann kostenmäßig sogar am billigsten, weil Seile ist meiner Meinung nach viel mehr wert als Holz. Ich gehe mal wieder zur Yacht. Da verbringen wir jetzt die Nacht. Hat mir also nicht angesehen. Ich sollte mich was schämen. Immer noch nicht Nacht. Wir müssen nochmal speichern.
Wir warten einfach mal. In der Zwischenzeit kann ich mal Insta abchecken. Kann sein, dass das bei euch zu kleinen Lecks wird, aber ich mache hier gerade auch nichts, deswegen. Egal. So. Auf Insta gibt es nichts Spannendes. Vor allem, als ob ich diese Tür nicht irgendwie aufbrechen könnte oder die Wand aufbrechen. So dumm. Ja, saures Wasser zu trinken. Ich muss erstmal pennen. Bevor ich mich um irgendwas davon kümmern kann. Wo ich habe Wasser und ich habe auch getrocknetes Fleisch. Frisch. Ein getrocknetes frisches Bein und ein rohes frisches Bein. Ach, hier ist noch eine Echsenhaut. Tarnrüstung kann ich daraus machen. Auch nicht schlecht, aber jetzt erstmal. Hört ihr, wie PlayStation abgeht? Hört mal. Weiß nicht, ob man es jetzt gehört hat, aber ja. Die geht ganz schön ab im Hintergrund. So, pennen. Dann essen, trinken. Und dann jetzt um die Bäume kümmern, die ich brauche. Für mein Boot. Was ich auch noch brauche, wäre noch ein paar extra Stöcker. Hauen wir um den Baum. Das hat schon was Entspannendes. Komm schon. Wow, da fliegen die Baumstämme richtig. Ich glaube, ich werde hier noch eine Nacht in der Yacht pennen müssen, bevor das hier fertig ist. Stöcker.
Ich dachte, ich hätte eine Eidechse gesehen. Ja, manchmal bin ich schon lost. Habt ihr das gehört? Ich dachte, ich hätte das gehört. Mit meinem Speer wirklich haue ich das ein so ein Ding um und der Speer ist extrem schnell. Mit der Axt brauche ich 10.000 Schläge und sie ist extrem langsam. Ich glaube, ich gehe gleich offline schon. Ist ja gerade eh nicht so viel los, deswegen passt schon. Werde ich ja jetzt keinen enttäuschen, oder? Ja, komm, gehen wir eben zur Yacht speichern und offline. So, abs in die Yacht. So Leute, noch eine Frage so, was macht ihr momentan eigentlich am Wochenende? Gibt es da große Unterschiede zu eurem Alltag oder, weil momentan macht man ja eh nicht so viel, die meisten zumindest, oder ist Wochenende für euch genauso wie jeder andere Tag fast? Das wäre natürlich auch was mich interessieren würde. Schädel, oh hier liegt. Ich habe keinen. Was mache ich denn aus dem Alkohol? Was kann ich denn daraus machen? Schadenwaffe. Okay, ich habe keine Schadenwaffe draus machen. Dann machen wir mal aus meinem. Der ist besser. Machen wir mal eine Schadenwaffe draus. So. Auch wieder Platz hierfür. Gut, und das hat überhaupt nichts gebracht, weil ich, obwohl ich kann nochmal speichern eben. Bin hier gerade direkt am Punkt. So Leute, dann verabschiede ich mich für heute schon mal von euch. Schönen Abend noch. Bye bye, man sieht sich.